Ein herzliches Willkommen, liebe Clasher, bei mir dem Toto, aka Thorsten, beim Clan True Warriors. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch ein paar schöne Clankriegsangriffe aus unserem letzten CK zeige. Wir haben den letzten CK deutlich gewonnen, 77-49. Ich hatte ja schon bei 44-44, glaube ich, gestern in meiner letzten Folge gesagt, dass wir hier ein bisschen die Überhand haben. Okay, das bisschen war dann vielleicht auch ein bisschen untertrieben, denn das war doch schon eher deutlich, wie viele Sterne wir noch gemacht haben und wie viele Sterne der Gegner nur noch gemacht hat. Wir gucken mal eben aufs Resultat. 18-3 Sterne, 6-3 Sterne auf der anderen Seite. Alle haben ihre Angriffe gemacht durch die Bank. Alle auch gute Angriffe, muss ich sagen. Wir haben lange über die Bases überlegt, die Angriffe auch teilweise sehr spät gemacht. Einige hatten noch keinen King, einige hatten noch keinen Queen. Der Gegner hat manchmal gar nicht so schlecht angegriffen. Aber dieses Mal waren wir einfach eine kleine Ecke besser. Und bevor ich Ärger im Clan bekomme, fangen wir heute mal bei der 7 an. Das ist der Mustango auf die Nummer, ja, auf die Nummer 7. 102 auf die Nummer 7. Und er entscheidet sich hier für eine Kombi, die er schon länger trainiert, wo er letztendlich auch schon in den Trainingskämpfen oftmals dominiert hat. Also meine Base räumt er immer zu mit 3 Sternen ab, ohne Probleme, egal von welcher Seite der auch kommt. Und hier kommt er also mit einer Kombi raus, mit Bowlern, mit Hexen im Gepäck und mit Valkyren, wofür die allerdings sind, ich sehe es jetzt schon, wofür die sind, Doppelsprung. Der ist natürlich echt genial platziert. Jetzt kommen die Valkyren und rennen richtig krass in die Mitte rein. Alles, was da ist, stirbt. Dann geht es da hinten weiter. Okay, noch mit einer Bombe. Aber es sind ja noch so viele Hexen hier am Start. Und ich hatte das auch noch in der Form jetzt auf so eine Live-Base gar nicht gesehen. Die Base ist von der Dev gut. Und das stimmt gar nicht. Das ist gar kein Zehner, das ist ein Elfer. Entschuldigung. Donnerwetter, ja. Sauber. Okay, da muss ich mich jetzt mal eben selber ohrfeigen. Das sehe ich ja jetzt erst aufgrund des Wordens, der da in der Mitte steht, dass das ja ein RH11 ist. Und das ist natürlich wirklich schön, 3 Sterne auf ein RH11 zu machen, ist schon eine krasse Nummer. Und mit der Kombi, ja, ich könnte die auch mal probieren. Die geht sicherlich auch ohne Worden auf 10er Basis. Das muss man letztendlich nur mal ein bisschen trainieren, wie und wann man am geschicktesten die Truppen setzt, vor allen Dingen hier bei so einer Ringbase. Schöne 3 Sterne, hast du wunderbar gemacht. Alles klar. Ich muss ein bisschen lächeln, tut mir leid, Leute. So, wir machen mal von oben nach unten heute weiter. Dann gucken wir uns den Angriff von Max an. Ein gestandener RA11 auf einen auch gestandenen RA11. Funnelt hier also mit Babydrachen. Die Babydrachen sind bei Max noch nicht Max. Bei Max noch nicht Max, ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt. Aber wie ich ihn kenne, arbeitet er da dran. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass die in so ein paar Wochen auch blitzern. Und ist ja aber sehr gut mit seinen Bowlern unterwegs. Worden ganz krass hinter den gesamten Truppen und räumt hier mit Queen noch richtig viele Prozente ab am Ende. Also zündet die Queen sogar relativ früh, weil dann läuft ein bisschen die Zeit weg, dann hat man wenigstens noch mal Truppen und eine Level 42 Queen, die hat ja noch mal extrem viele Bogenschützen am Start. Das sieht man hier, leider sterben alle in 2 Riesenbomben, das ist ja auch immer so. Da ist immer Murphy mit drin, in dem Moment, wo du deine Helden zündest, hast du da eine Riesenbombe liegen. Das ist zu 99% aller Fälle so, dass da überhaupt mal eine Truppe von überlebt, beziehungsweise 99% ist es so, dass die alle sterben. So, der Warden hat nichts mehr gerissen, aber 82% waren richtig gut. Dann sind wir hier weiter im 10er Bereich. Joker kennen wir mittlerweile schon. Ersten Angriff hat er suboptimal angegriffen. Ich sage ja nie, boah, war der schlecht oder oh, Gottes Willen.
sondern er war ja suboptimal. Hier auch auf ein RHL, 4 auf 9. Stimmt, die Gegner hatten 2 Elber mehr als wir, aber die Dörfer waren jetzt nicht so stark ausgebaut. Und er entscheidet sich hier mal für einen reinen Walkürenkampf. Habe ich auch länger jetzt nicht so gesehen. Aber wahrscheinlich gab die Base das so her. Hier können die Walküren eigentlich wirklich diese Wege richtig schön abschreiten. Wir haben überhaupt kein Problem, ein Gebäude hier nach dem nächsten platt zu machen. Und so waren das hier auch schöne 3 Sterne anhand des Ergebnisses. Ich habe das nicht ganz verfolgen können und ich hatte heute Spätnachmittag auch kein Internet. Ich war also irgendwo im Wald in der tiefsten Senke hier bei uns in der Gegend, wo ich absolut kein Netz habe und war eigentlich froh, dass ich überhaupt noch meinen zweiten Angriff machen konnte. Aber das habe ich dann doch noch geschafft, eine halbe Stunde vor Schluss. Das war mein erster Gegner, den zeige ich euch ganz am Ende. Mein erster Angriff ist nämlich leider in die Dutten gegangen. Warum das so war, erläutere ich einfach mal, weil er war nicht schlecht, aber Olli macht das hier natürlich viel, viel besser. Ist auch so ein bisschen mehr der Lufttruppenangreifer. Ich hatte mich da nicht so wirklich getraut, muss ich sagen, an die Sache. Ich wäre natürlich vermutlich auch von unten gekommen gegen die Feger, aber und hätte dann die Queen meinen restlichen Trupp machen lassen, denn die lebt gar nicht so lange, sehe ich gerade. Und diese Übermacht der Loons hier ist natürlich jetzt schon gewaltig. Noch den Freeze gar nicht mal mehr auf ein Inferno, weil die schon weg waren, sondern auf eine La ist natürlich auch, wenn man sich den Luxus gönnen kann, dann räumt man solche Bases hier natürlich auch mit 3 Sternen ab. Und auch hier 11 auf 10, 3 Sterne. Ah, es wird so langsam. Es wird so langsam. Unsere Angriffe waren erst nicht so schön. Überall oder teilweise so hier und da nur 1 Stern. Lag aber auch daran, dass auch bei uns Zehner erstmal ein Elfer machen mussten. Manchmal sehr unsicher sind, Adler, Def und so weiter. Aber alles kein Thema. Hier hilft jeder jedem. Und dementsprechend, das war mein zweiter, kommen wir hier auch eigentlich immer gut zurecht. Mal gucken. Ah, Donnerbingel hat hier, glaube ich, einen guten Angriff hingelegt. Kombi haben wir schon öfter gesehen. Allerdings diesmal die Kombi mit Loons im Gepäck, also nicht klassisch Hocks oder Walküren oder was man sonst drin hat, sondern er hat sich hier für Loons entschieden, aus dem einfachen Grund. Die 4 Lars stehen mittig so eng aneinander, dass man mit seinem eigentlichen jetzigen Kill-Squad diese 4 Lars versucht irgendwie zu schaffen. Der Gegner hatte überwiegend Loons in den Planburgen. Da hatten wir also auch nicht so das Problem mit. Zumal, wenn man es weiß, schmeißt man 2 Gift drauf und dann werfen die nicht einmal ab. Aber er ist hier dann am Ende mit den Loons richtig sauber rausgekommen. Die Queen schafft den X-Bogen, die Queen schafft die erste La und die Queen schafft auch die zweite La. Für mich war es da wahrscheinlich wichtig, dass außen die Gebäude fielen und die inneren Truppen dann nicht mehr bekämpfen konnten. Also die Loons hätten ruhig in den Lars sterben können. Wenn die Lars dann am Ende stehen bleiben, ist ja alles gut. Da gehen die Päcker dann ran und dann ist überhaupt keine Gefahr mehr da. Aber so war das hier. Ein schöner 3-Sterner, relativ weit oben, 19 auf 19. Das war ja 30-30, den wir gespielt haben. Wir schauen mal weiter, was wir noch zeigen können. 23 auf 23, der Jenek. Unbequeme Base, hatte ich mir gedacht, als ich die das erste Mal gesehen habe. Aber ich weiß gar nicht, wie er reingegangen ist. Das muss ich jetzt mal schauen. Okay, er blitzt hier also die inneren Lars, jawohl. Und kommt dann sicherlich gegen die Feger mit seinen restlichen Truppen, nämlich mit den Loons und mit den Lava-Hunden. Mal schauen, wie weit er da noch mit den... Ja, das ist auch gut. Sehr schön, mit so einem kleinen Babydrachen die Unterstützung gesucht. Das mache ich ja auch sehr gerne, dass ich so einen mitnehme, der einfach die Queen kurz mal ein bisschen unterstützt.
Und jetzt kommt er sogar noch relativ weit mit der Queen durch. Da sind es jetzt, die gehen auf die zweite La, die X-Bogen stehen vorbildlich auf Boden für so einen Angriff. Queen lebt jetzt leider noch, aber ich glaube, das ist auch nicht so wirklich schlimm. Da kommen jetzt nämlich noch eine ganze Horde Lakis raus. Die jetzt hier ganz easy den Cleanup machen. Der letzte Hund ist noch nicht mal mehr geploppt. Das müsste der aus der Klamauk gewesen sein. Der sieht mir relativ dick aus und Max aus. Also nicht so dick wie Max, sondern Max Level. Und super abgeräumt hier. Klasse 3 Sterne aus der Luft. Ja, Luft hatten wir ja gerade, das Ballon-Event. Viele haben ganz viel mit den Ballons angegriffen. Entweder ob es ein Gola-Loon war oder ob es ein reiner Loon-Angriff war. Das sei mal dahingestellt. Was hat der Alex hier gemacht? Auch ein Gola-Loon-Angriff. Ich denke mal, er ist hier von unten reingekommen, weil die beiden Lars standen so einladend da. Irgendeiner hatte das auch im Chat gesagt, dass die 26 eine Einladung ist für einen Gola-Loon. Hier ist sogar hier sind die Mauer hier sogar richtig durchmarschiert. Und jetzt konnten natürlich Golem King und Queen richtig schön in der Mitte tanken. Alles schon am Rathaus. Rathaus jetzt gleich schon weg. Und danach mit Loons rein. Zwar ein bisschen gegen den Feger da oben, aber jetzt ist auch schon mal der Feger Geschichte. Und dann waren das hier auch schöne 3 Sterne auf die 26 von der FR eigentlich Max. Mauern noch ein bisschen schwach. Helden auch nicht so gut beim Gegner. Aber trotzdem ist ja jede Base immer knackig, immer mit einer bestimmten Taktik zu machen. So, jetzt eben mal einen kleinen Schluck trinken. Entschuldigt bitte. Schon mal einen kleinen Schluck vom Hopfen-Smoothie getrunken. Ich sage nicht, dass ich mich einstimmen will auf den Super Bowl, der heute Nacht läuft, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf und gucke mal, dass ich das auch hier eigentlich jedes Jahr irgendwie überlebe. Denn zeitlich ist das ja doch schon recht knackig. Der Super Bowl geht meistens bis morgens 5, halb 6, bis das ganze Spektakel wirklich vorbei ist. Aber es macht super Laune. Fast so viel Laune wie hier Clash of Clans gucken. Bei mir hoffe ich. Und dementsprechend haben wir hier noch einen Achterkampf von Knockout gegen den 29. vom Gegnerclan Legolas. Da hatte Legolas jetzt nicht mehr viel abzuwenden mit seinen Pfeilen. Denn der Knockout hatte hier noch so viel Drachen am Ende in der Base, dass auch der letzte Bogenschützenturm ruhig schießen konnte. Flächenschaden nur noch der Magierturm. Jetzt hat er zwar noch 2 dicke Lager, aber sind wir ehrlich, dann für einen so einen Bogenschützenturm ist es denn doch ein bisschen viel. So, was ist hier noch offen? Ah, das Lager da, okay. Und last but not least haben wir den Barfuß. Der Barfuß hat sich entschieden für einen Gohok. Ja, Gohok. Ich denke mal, der Barfuß hatte hier Gola mit in seiner Clanburg vorbildlich gelockt, die Clanburg-Truppen, Golems gesetzt, die lenken den Drachen schön in die richtige Richtung, sodass die Magier dahinter richtig nett den Drachen erstmal platt machen, danach noch den Loon schaffen, Mauerbrecher hinterher, Timing absolut super. Ab und zu passt das Timing ja gerade nicht, wenn man seine Mauerbrecher sitzt. Jetzt kommt er hier mit den Rollern, den Resten Magiern schon rein. Vielleicht hätte man sich ein, zwei noch aufsparen müssen. Aber ich glaube, er war sich hier relativ sicher, dass er den Rest dieser Base hier mit seinen Hogs schafft. Da kommt er auch schon von rechts rein. Jetzt fliegen natürlich schon mal ein paar weg. Das ist immer einkalkuliert. Aber da kommen jetzt noch Skelette. Er hat aber noch den zweiten Giftzauber, den
Meiner Meinung nach war er ein bisschen spät. Links hat er den Bombenturm mit einem Loon weggemacht. Der stand ja nur wirklich ganz alleine. In dem Moment hat er den weggemacht, wo der eigentlich nicht beschossen wird. Und also wo der Bogenschützenturm nicht schießen konnte. Und so waren es hier zwar am Ende knappe Truppen, war auch eine Next-Out-Base von der Defense her. Starke Mauern schon. Und so waren das hier auch super drei Sterne im unteren Bereich. Unsere drei Achter haben eh hier nichts anbrennen lassen. Unsere Neuner haben nichts anbrennen lassen. War ein fairer, guter Klankrieg. Nicht umsonst haben wir, glaube ich, verdient hier gewonnen. Bei uns läuft der neue Klankrieg schon. Ihr seht selber, 25er in der Woche ist vollkommen in Ordnung. Und ich war euch die Angriffe eher erstmal schuldig. Hab in der Zeit nichts gemacht. Ihr habt es eben gehört, ich war den Rest des Nachmittags richtig schön draußen, stundenlang an der frischen Luft, viel gelaufen. Das solltet ihr auch tun, aber ihr solltet nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und mir für dieses Video auch wieder einen Daumen nach oben dazulassen. Und ich würde sagen, bis zu einem neuen Video morgen bei mir, dem Toto. Er flasht.